Hallo. Um sein System diverse Informationen über die Hardware zu entlocken, gibt es mehrere Programme. Programme für die grafische Benutzeroberfläche und Tools für die Konsole. In diesem Screencast möchte ich kurz Desktop-Programme vorstellen. Alle Programme sind vorerst nicht vorhanden. Die Prozedur für die Nachinstallation läuft wie folgt über die Bühne: Auf Anwendung, Zubehör. Terminal klicken und folgenden Befehl eingeben: sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen install Leerzeichen. Jetzt kommt das erste Programm: GNOME Device Manager Leerzeichen, das zweite Programm: sys info Leerzeichen und das dritte Programm: hard info. Nun gibt man sein Passwort ein und die Pakete werden heruntergeladen und installiert. Das Software Center unter Anwendung Software Center kann man genauso für die Nachinstallation benutzen. Alle drei Programme findet man nun unter Anwendung Systemwerkzeuge. Oder man gibt in der Konsole den Namen des Tools ein, das man starten möchte. Hardinfo, GNOME Device Manager und Sysinfo. Jetzt kann man sich die Hardwareinformationen heraussuchen, die man braucht. Mit Hardinfo kann man sich zusätzlich einen Bericht im HTML-Format erstellen lassen, indem man auf diesen Button klickt. Dann wird eine HTML-Datei im jeweiligen Home-Verzeichnis erstellt. Die Datei kann man sich dann mit dem Browser anschauen. Für KDE gibt es das Programm KInfoCenter. Gut, das war's wieder einmal. Ciao und viel Glück.